Herzlich willkommen bei Mensch Gott. Der Termin beim Standesamt ist schon reserviert, die Hochzeitsvorbereitungen sind in vollem Gange. In wenigen Monaten ist es soweit. Katharina Supan wird heiraten und es soll der perfekte Tag werden, eine Traumhochzeit. Doch eine Nacht verändert alles. Herzlich willkommen, Katharina Supan. Hallo. Wie haben Sie sich denn diesen Hochzeitstag vorgestellt, so 5 Monate vor dem Termin? Genau, es waren zwar noch 5 Monate, aber ich habe mir den wirklich in allen möglichen Bildern vorgestellt. Also ich habe auch in Magazinen wirklich geblättert nach dem perfekten Hochzeitskleid. Ich habe mir schon die Trauringe angesehen. Ich habe sehr viel Zeit auch damit verbracht, Einladungstexte schon anzusehen. Und ja, also ich hatte eine sehr, sehr gute Vorstellung davon, wie denn dieser Tag zu sein hat. Ich habe mir so richtig so eine Traumhochzeit gewünscht. Aber dann übermannt sie plötzlich der Zweifel. Was ist denn passiert? Also übermannt ist vielleicht ein ganz gutes Wort, um das zu beschreiben, weil es hat mich wirklich wie ein Geistesblitz getroffen eigentlich. Es war nicht die ganze Zeit für mich schon spürbar und hat sich leise angeschlichen, sondern es war wirklich ein Moment, in dem mir wirklich es wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass ich eigentlich nicht glücklich bin und auch nicht verliebt. Was war das für ein Moment? Ja, das war ein Moment, wo ich sogar davor noch shoppen war, Hochzeitsshoppen. Ich habe mir an dem Tag in einem Geschäft wirklich das Design von Einladungskarten angesehen. Und ich habe dann zum krönenden Abschluss mir gedacht, ich möchte das Ganze feiern. Also ich möchte schon auf die Hochzeit wieder mal anstoßen. Und dann sind wir ein paar Mädels ausgegangen, haben nicht nur einmal angestoßen, vielleicht eher so 3-4 Mal. Wir sind durch ein paar Clubs gezogen. Ja, und zu sehr, sehr fortgeschrittener Stunde habe ich dann ein Gespräch geführt mit einem jungen Mann, der einfach angefangen hat, auch über Gott und die Welt zu plaudern. Und wir haben uns über Liebe unterhalten. Und da hat einfach etwas von dem, was dieser Mensch gesagt hat, diese schicksalshafte Begegnung eigentlich, hat einfach mein Herz aufgemacht. Ja? Und in diesem Gespräch war das so, wie wenn so eine Herzenstür aufgegangen ist, die ich ganz, ganz viele Jahre verschlossen gehalten hatte. Und ich habe diese Sehnsucht gespürt, dass es einfach diese große Liebe, dass es das gibt. Also ich habe mich in dem Moment gespürt. Und das war so stark, dieses Gefühl da, dass ich einfach wusste, ich kann gar nicht anders, ich muss da aussteigen aus dieser Beziehung. Und kurz davor war es eigentlich so, dass ich, also kurz vor diesem besagten Erlebnis, wo ich dann ausgestiegen bin, war es so, dass ich rückwirkend sagen kann, ich habe eigentlich nur mehr funktioniert. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie funktioniert jemand wie Sie? Ich habe mich einfach darauf konzentriert, wie man glücklich sein sollte. Ja? Ich hatte auch riesengroße Angst vor dem Alleinsein. Das war auch ein sehr, sehr wesentlicher Faktor. Und ich habe mich über diese Beziehung zu dem Mann, den ich eben heiraten wollte, ich habe mich darüber definiert. Das heißt, es war wirklich sein Leben, es war sein Freundeskreis, den ich auch angenommen hatte. Und ich war einfach so bei den anderen und so darauf konzentriert, nicht nachzufragen, wie es mir denn eigentlich geht. Sie sagen, dass Sie Angst hatten vor dem Alleinsein. Wann hatten Sie das zum ersten Mal gespürt? Naja, das war schon, wenn ich jetzt so nachdenke, das war ganz früh in der Kindheit schon. Also in meiner frühen Jugend, ich komme aus einem guten Elternhaus, aber wir sind öfters umgezogen. Und deshalb musste ich immer wieder von Null anfangen. Also ich konnte nicht auf langjährigen Freundschaften aufbauen. Und von da kenne ich eben dieses Gefühl, das sich dann auch öfter noch wiederholt hat, diese Angst, nicht dazuzugehören. Also Sie waren die Außenseiterin, so würde man das sagen. Genau, also durch diese Umstände, genau. Und es sind auch Hänseleien dazugekommen in der Zeit, zum Beispiel, das war zum Beispiel Pizzagesicht, weil ich schon sehr früh pubertäre Akne hatte. Aus dieser Außenseiterrolle heraus habe ich mich bemüht dann, um nur ja nicht allein zu sein, einfach noch mehr bemüht, einfach nur um gemocht zu werden. Und ich habe sogar Geschichten erfunden, um mich interessant zu machen. Was waren das zum Beispiel für Geschichten? Ich habe erzählt, dass ich im Bus jemand in mich verliebt hat. Ich habe erzählt, dass
ich von einem Modelagenten entdeckt worden bin. Ja, also ich habe mir fast jeden Tag neue Geschichten einfallen lassen, einfach nur um mich interessant zu machen und ja, um gesehen auch zu werden von den anderen. Sie sprachen davon, dass Sie keine Freundschaften hatten. Mhm. Was haben Sie investiert, um Freundschaften zu bekommen? Also ich habe wirklich sehr, sehr viel investiert. Also ich habe wirklich mich einfach darauf konzentriert, auch andere zu beobachten und einfach nur mich passend zu machen. Also das ist ein Gefühl, was ich mit dieser Zeit verbinde, mich passend machen und ja, auch da schon mich selbst nicht wirklich spüren dürfen. Mit 13 hatten Sie dann ein einschneidendes Erlebnis. Mhm. Was ist genau passiert? Mhm. Ja, das war eines Abends, eigentlich eines Nachts fast schon, gegen Mitternacht. Da habe ich mich aus dem Haus meiner Eltern rausgeschlichen, um auf eine Party noch zu gehen. Ich durfte so spät nicht mehr, hätte ich eigentlich dort nicht hingehen dürfen mehr. Habe mich eben rausgeschlichen und ja, und auf dieser Party dann war es so, dass ich nicht nur zum ersten Mal in meinem Leben so richtig betrunken war, sondern da ist auch mein Vertrauen insofern missbraucht worden, dass ich vergewaltigt wurde. Und zwar ja, von jemandem, der hat sich davor schon so angepirscht und wollte tanzen mit mir. Und für mich war das so, ich habe irgendwie schon, ja, ich habe gespürt, das war mir irgendwie nicht ganz recht, aber später dann eben zu späterer Stunde, es hat mich sogar noch jemand gewarnt, nicht mehr auf dieser Party zu bleiben, aber ich hatte eben auch dieses in mir, dieses nein, 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 jetzt muss ich das ausnützen, dass ich endlich mal auch ganz cool bei den anderen dabei sein kann. Und ja, und eben zu späterer Stunde war das dann so, dass dieser Übergriff dann wirklich stattgefunden hat. Und ja, ich erinnere mich noch eigentlich ja, ganz verschwommen, dass ich dann auf meinem Fahrrad gesessen bin, wieder am Weg nach Hause. Und ja, ich habe mir geschworen, dass ich diesen Moment einfach vergessen werde, dass ich einfach so tun werde, als ob das niemals passiert wäre. Was hat das dann insgesamt mit Ihnen gemacht, diese Entscheidung, dass mich das nicht mehr berührt oder dass ich das nicht zulasse oder dass ich mich nicht mehr daran erinnere? Mhm. Naja, es war wirklich so, dass ich, also ich sag mal, rückwirkend kann ich sogar sagen, es ist wie wenn ich einen Teil abgespalten hätte und diesen Teil wirklich da auch nicht mitgenommen habe auf diese weitere Reise. Welcher Teil war das? Ja, also das waren all diese schmerzhaften Gefühle, die so eine Situation natürlich auslöst. Aber ich habe, also das war so schmerzhaft, dass ich das in dem Moment nicht mal alles, schon in dem Moment nicht mal alles fühlen konnte. Und dass ich das wie auf die Seite gestellt habe. Und mit dieser Entscheidung, das nicht spüren zu wollen, ja, war es dann auch wirklich so, dass ich immer weniger gefühlt habe. Also das ist dann auch so weitergegangen. Und ja, und einfach, ich hatte dann so eine innere Leere auch in mir, die ich dann natürlich auch wieder später versucht habe, mit Dingen zu füllen. Ja. Haben Sie den Täter später wiedergesehen? Ich habe ihn nicht nur wiedergesehen, sondern es war tatsächlich so, dass ich so 2-3 Jahre später war ich dann wirklich in einer Beziehung mit ihm. Warum? Ja, das ist eine gute Frage, die sich natürlich auch viele stellen. Aber ich weiß aus heutiger Sicht, ich bin selbst angehende Lebensberaterin, weiß ich, dass das eine ganz eine klassische Traumafolge ist, dass Opfer sehr häufig die Nähe zu ihrem Täter suchen. Und der Grund ist, dass einfach dieses Erlebte, dieses traumatische Erlebte, das überwunden werden möchte. Ja. Das heißt, das Unbewusste drängt irgendwie drauf, dass das Trauma aufgelöst wird. Aber das konnte ich natürlich damals alles nicht zuordnen. Und deshalb, wie es mir damals gegangen ist, das war, also man kann sich das vorstellen, so richtig, ich war innerlich zerrissen. Es war wie ein Riss. Und ja, es waren teilweise auch wirklich fürchterliche Gefühle. Ja. In der Vergewaltigung waren Sie ja total starr. Mhm. Als Sie dann mit diesem Mann zusammengekommen sind, haben Sie ihn dann geliebt? Mhm. Naja, ich denke mir, ich kann da nicht von Liebe sprechen. Ich denke mir, es war eine gewisse Art der Abhängigkeit da. Und ich meine, natürlich hatte dieser Bursch hatte auch seine guten Zeiten. Ja? Und ich habe mich auf die konzentriert. Und es hat mir ein Stück weit über eine Zeit geholfen,
weil ich das ja auch alles abgespalten hatte, das heißt, es war ja für mich so, als ob das niemals passiert wäre. Okay. Ja? Das heißt, in mir war diese Zerrissenheit da, aber ich habe das gar nicht mehr so in Verbindung gebracht und es hat mir geholfen, muss ich fast sagen, in dem Moment, weil ich mir dachte, ja, dann war es ja gar nicht so schlimm. Dieses Abspalten, würden Sie sagen, das war Ihre Art, das zu verarbeiten? Mhm, auf jeden Fall. Also das war eine Schutzfunktion. Das war in dem Moment wirklich wichtig für mich. Ja. Wie lange hatten Sie das, dass Sie das weg abgespaltet hatten? Naja, ich habe dann sehr viel später habe ich dann professionelle Beratung mal in Anspruch genommen auch, weil ich einfach gemerkt habe, dass mich gewisse Dinge einfach noch gehindert haben, weiterzugehen. Und in dieser professionellen Beratung konnte ich dann mich mit der Zeit, habe ich mich so vorgearbeitet, langsam, ja, durch meine Vergangenheit, um dann wirklich mit diesen, ja, mit den Gefühlen der kleinen Kathi von damals Kontakt aufzunehmen. Und ja, diese kleine Kathi in mir, die hat so damit gekämpft, dass sie sich damals nicht gewehrt hat. Ja? Und es ist ja so, und das hat mich damals so befreit, das auch von außen gesagt zu bekommen. Es ist so, dass es drei Möglichkeiten gibt, drei gleichwertige Möglichkeiten, in so einer Situation zu reagieren, nämlich Angriff, Flucht oder eben Starre. Und das wusste ich bis dorthin gar nicht. Ja? Ich habe damals eben in diesem Schockzustand mit Starre reagiert. Und deshalb konnte ich mich auch gar nicht wehren. Und für mich war das wirklich, da war ich schon, ich weiß jetzt gar nicht, aber also in meinen 20ern, ja, wo ich diese heilsame Erkenntnis haben durfte und da dann auch für mich diesen Teil wieder integrieren konnte. Und das war auch stark für mich damit verbunden, zu vergeben. Ja? Also ich habe dann wirklich irgendwann auch vergeben können und einfach auch diese ganze Last abzugeben. Ja. Diese Nacht, wo Sie sich dann entschieden haben, nicht zu heiraten, da haben Sie davon gesprochen, dass Sie dann auf einmal wieder fühlten. Mhm. War das so das Ende von diesem Verarbeitungsprozess, von diesem die kleine Kathi wegsperren? Nein, das war davor. Das war davor. Okay. Das war eigentlich der Start. Also das war ein Wendepunkt, weil danach ist eigentlich dieser Prozess losgegangen. Das war, ich sage jetzt einmal, in dem Moment, das war höchstens ein Indiz, dass ich ja doch was spüre. Ja? Okay. In dem Moment. Mhm. Was war das für ein Prozess? Naja, es war so, dass ich in der Nacht noch, das war recht spannend, habe ich mich ja eben getrennt und habe dann begonnen, ich bin ein paar Tage lang, das muss man sich so vorstellen, ich bin wirklich da gesessen, ich war selbst im Schock und ich habe mir gedacht, was mache ich jetzt? Ja? Und da habe ich mir dann beim Löcher in die Luft starren, habe ich mir auch immer wieder ein Lied angehört. Per Zufall bin ich auf dieses Lied gestoßen. Und dieses Lied hat interessanterweise den Titel gehabt, You Can Relax Now, I'm With You. Also ich bin bei dir und das war aus Gottes Perspektive geschrieben. Du kannst zur Ruhe kommen. Genau, genau. Ja, und ich bin bei dir, keine Angst vor dem Alleinsein. Ja? Und da ist in mir so diese Entscheidung auch gefallen, dass ich mich auf Sinnsuche begeben muss und möchte. Ja? Sie sagen, das war aus der Sicht Gottes geschrieben. War Gott dann bisher nie ein Thema für Sie gewesen? Das war gar kein Thema für mich. Ja? Also das überhaupt kein Thema. Aber dann durch das Lied auf einmal. Genau. Das war in dem Moment, habe ich einfach, warum auch immer, ich konnte nicht aufhören, dieses eine Lied zu hören. Und das hat mich beruhigt. Ja? Es hat mich beruhigt und ich habe in dem Moment einfach gespürt, auch so, ich hatte keine Ahnung, wie es weitergeht, aber ich wusste, dass es richtig ist. Haben Sie geglaubt, dass es einen Gott gibt in diesem Moment? Ich habe nicht mal darüber nachgedacht, nicht wirklich, ja, bis zu dem Zeitpunkt. Und was aber dann schon in diesem Prozess losgegangen ist, ist, dass ich genau mit diesem Thema, ich hatte das Gefühl, da muss ich jetzt auch mal damit aufräumen. Ich habe seit meiner frühen Jugend nie mehr wirklich über das Thema nachgedacht, gibt es jetzt Gott oder nicht, das war für mich irrelevant. Und in dieser, sage ich jetzt einmal, Situation der gefühlten Sinnlosigkeit auch ein bisschen, wie soll denn mein Leben jetzt überhaupt weitergehen, wenn ich all das aufgebe, war es einfach, der nächste richtige, einzige Schritt war, okay, ich muss mich auf die Suche begeben, erstens nach mir selbst, aber eben auch, was
ist dann das überhaupt für einen Sinn in diesem Leben? Ja? Worum geht's? Sind Sie da auf Menschen zugegangen? Haben Sie Menschen gefragt? Das wirklich spannend war, war, dass in dieser Zeit nach meinem Cousin Johannes auch meine Cousine Lise-Marie sich zum christlichen Glauben bekannt hat und auf einmal begonnen hat, ganz euphorisch von Jesus und der Bibel und so zu sprechen. Mhm. Und wir sind gemeinsam aufgewachsen, wir sind ungefähr gleich alt, aber in der Zeit haben wir eigentlich nicht sehr viel Kontakt gehabt. Aber die waren in dieser für mich schwierigen Zeit einfach trotzdem da. Ja? Und für mich war das Spannende, ich wollte das überhaupt nicht hören, was sie sagen. Also dieses Gerede von Christsein, ich habe gedacht, so, ah, das ist uncool, das ist nicht zeitgemäß, ja. Da muss es eine andere Erklärung dafür geben. Aber was mich fasziniert hat, war, die haben einfach so gestrahlt. Ja? Und die, ja, sie haben auf mich gewirkt, dass sie innerlich, wie wenn sie innerlich angekommen wären. Also genau das, was ich mir gewünscht habe, habe ich bei ihnen. Sie waren auf der Sinnsuche, genau, ja. Und dann spüre ich das auf einmal. Ja. Und ja, und ich habe dann, das hat mich so magnetisch irgendwas angezogen, dass ich mir, dass ich dann einfach sehr viel Zeit mit meiner Cousine Lise-Marie verbracht habe. Und irgendwann, erinnere ich mich auch noch, weil das war recht lustig, da habe ich mir so gedacht, na gut, ganz unverbindlich könnte ich ja mal mir ein paar Bücher besorgen und mich so informieren über dieses Christsein. Ja. Hat Ihnen das bei der Suche geholfen? Mhm. Das hat mir auf jeden Fall bei der Suche geholfen. Ich habe diese Bücher mitgenommen in den Urlaub. Und das war interessanterweise, das habe ich mich davor schon länger gebucht gehabt, weil ich auf der Sinnsuche war, war das sogar eine Bauchtanz-Qigong-Reise. Also das war eine sehr spannende Reise auch. Aber was ich mir vorgenommen hatte, ist, dass ich in diesem Urlaub in der Früh, bin ich dort immer in so einer Hängematte gelegen und habe mir gedacht, diese Zeit nehme ich mir und lese da einfach in diesen Büchern. Ja? Und dann gab es auch einen Moment, in dem ich wirklich auch Gott auf die Probe gestellt habe. Es war so, wir waren meist bei so einem Felsstrand und sind dort. Ich bin gerne ins Wasser einfach reingeköpfelt und das habe ich eben an einem Tag wieder gemacht, bin da reingeköpfelt und auf einmal komme ich drauf, mein heißgeliebter Perlenohrring ist verschwunden. Man muss sich das so vorstellen, dort, wo ich reingeköpfelt bin, 3 Meter tief, relativ hoher Wellengang und am Boden, also am Grund, hat auch alles geglitzert, weil da lauter Kieselsteine waren. Und ja, und ich habe mir gedacht, oje, oje, oje. Aber auch gleich den Gedanken, na gut, dieser kleine Perlenohrring, der ist natürlich in der Sekunde verschwunden. Ja. Gehe raus aus dem Wasser und auf einmal schießt mir da so ein Satz ein, eigentlich fast mehr eine Aufforderung, glaub an mich, glaub an ein Wunder. Und das war an dem Tag in der Früh in der Hängematte, habe ich in einem Buch gelesen, dass ich Gott bitten könne, ja, ihn einfach, dass er sich mir zeigen soll. Ja. Und das haben Sie dann gemacht? Und das in dem Moment, ja, war das dann so, na gut, Gott, ja, okay. Also ich habe wirklich mir gedacht, okay, ich setze jetzt alles auf eine Karte. Und und habe mir gedacht, voller Tatendrang, ich gehe jetzt nochmal ins Wasser zurück. Wenn es dich geht, Gott, dann finde ich diese Perle jetzt. Ja? Bin dann hineingesprungen, habe getaucht, 10 Minuten, dann war mir kalt. Und dann habe ich mir gedacht, ich spinne, dass ich das überhaupt gedacht habe, dass das möglich ist. Für mich beschlossen, der Fall ist erledigt, bin raus aus dem Wasser gegangen und aus. Ja? Und es hat eine Bekannte, die ich dort in dem Urlaub, also die gemeinsam mit mir diese Bauchtanz-Qigong-Reise gemacht hat, die hat das mitbekommen und der hat das keine Ruhe gelassen. Die ist ins Wasser nochmal und kommt wirklich, und ich weiß nicht, wie das möglich sein kann, ja, findet diesen Perlenohrring sofort, ja, bringt den zu mir zurück und kommt mit so einem Lächeln zu mir zurück. Und für mich war das, ja, das war doppelt stark, weil für mich hat das bedeutet, dass Gott sich mir gezeigt hat, obwohl ich nicht an ihn geglaubt habe. Und ja, also es war ein Gänsehautmoment, also ich habe jetzt auch gleich wieder Gänsehaut. Und es war ein genialer Moment auch, weil wir haben ja vorher über Gefühle gesprochen.
diese ganze innere Ruhe und Rastlosigkeit, die ich einfach von davor schon so gewohnt war, dieses Funktionieren, ja, das ist alles in dem Moment weggegangen. Und ja, es ist einfach so eine Ruhe eingekehrt und diese Unruhe, diese Rastlosigkeit ist auch nie mehr zurückgekommen. Und was haben Sie danach mit diesem Erlebnis gemacht? Na, ich würde sagen, dieses Erlebnis, das war für mich ein Neubeginn. Also es war wirklich so ein Neubeginn. Und zuerst einmal habe ich gespürt, dass ich einfach nur mal vor mir und Gott ehrlich sein möchte. Ja? Also für mich war dann klar so, aha, okay, Gott gibt's. Und dann habe ich versucht, auch mit meiner Cousine und meinem Cousin zu sprechen und mehr herauszufinden. Ich habe noch mehr in den Büchern gelesen. Und ich habe einfach nur gespürt, also es war da so ein neues Gefühl, nämlich ein starkes Gefühl in mir, dem ich nachgegangen bin, um einfach auch mehr über diesen Gott herauszufinden, der sich mir persönlich gezeigt hat. Und ja, und ich hab dann auch mir erlaubt, wieder zu fühlen. Ja? Also ich habe mir wirklich erlaubt, mich wieder zu spüren, nämlich auch diese Dinge, die ich vielleicht in all den Jahren davor weggesperrt habe. Und das sind dann sicher auch Ängste und Unsicherheiten hochgekommen. Mhm. Ja? Aber mehr und mehr, also je länger ich einfach mich auch mit Jesus und Gott auseinandergesetzt habe, hatte ich dann dieses Vertrauen, dass ich diese Schutzmaske einfach auch runternehmen durfte. Und ja, ich habe einfach wirklich annehmen können, dass ich einzigartig gemacht bin und vor allem wertvoll. Und das war wirklich sehr, sehr stark. Also ich habe angefangen zu entdecken, wer denn da eigentlich dahinter steckt, hinter dieser Schutzmaske. Würden Sie sagen, die Sinnsuche hat Ihr Ziel gefunden? Auf jeden Fall, ja. Obwohl ich es fast noch ein bisschen anders formulieren würde. Ich glaube, ich würde sagen, Gott hat mich gefunden. Das ist das, was so stark für mich war. Ja. Ich hätte aufgegeben, ja. Aber was Gott mir wirklich gezeigt hat durch das war, ich kann nichts tun, um auszukommen. Ja. Ich habe ihn gebeten, dass er sich mir zeigt und das tut er. Was ist der größte Gewinn von diesem Leben, das Sie jetzt führen, gegenüber dem Leben davor? Es ist wirklich dieses Gefühl, geliebt zu sein. Ja? Also das ist genau für mich dieser Vergleich von davor, dass ich wirklich annehmen konnte für mich, dass Gott mich bedingungslos liebt. Ich meine, das ist nicht sofort zugegangen. Ja? Mhm. Am Anfang war es so, dass genau diese altbekannten Beziehungsmuster sich auch auf die Beziehung mit Gott übertragen haben, dass ich mir gedacht habe, ich muss Dinge für ihn tun, um von ihm geliebt zu werden. Ja? Aber diese Erkenntnis, ja, und diese und das ist in vielen Stufen und Schichten gegangen, ja, und immer tiefer, 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 diese Erkenntnis, ich bin bedingungslos geliebt. Ja. Und das ist für mich so eine Freiheit, die ich dadurch bekommen habe, dass ich jetzt sagen kann, ich habe die Freiheit, Dinge zu tun, weil ich geliebt bin. Sie beraten heute Menschen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Was raten Sie denen denn? Naja, ich glaube, das kommt ganz darauf an, wo denn diese Person gerade steht. Ja. Also das Schöne für mich ist, ich möchte Menschen auf ihrer Reise begleiten, dabei ihre eigene Einzigartigkeit zu entdecken. Und deshalb kann ich das gar nicht so generell sagen, sondern das Schöne ist eben, Gott hat jeden Menschen einzigartig gemacht. Und genau das möchte ich unterstützen, dass jeder sich selbst auch so sehen kann. Dankeschön. Danke Ihnen für die Offenheit. Haben Sie schon unseren Kanal abonniert? Wenn Sie unsere Sendung nicht verpassen wollen, dann am besten gleich erledigen. Tschüss.